Minuten. Und für Pablo wird es so oder so ein richtig gehender Befreiungsschlag sein, dieses Tor. Seit na gut, 90% der Spieler da stehen blieben im neutralen Zone aus der Fay. Und da ist der Anschlusstreffer, der Ausgleich natürlich. Und der hat geschossen, das war doch Musa von der blauen Linie. Marchand, Ramholz. Und das 2:1 in einem Ablenker. Tim Ramholz, der traf gestern zum ersten Mal in dieser Saison. Jetzt sein Schuss. Wer hat ihn? Natürlich auch so weiter mit einem Abschluss, Nachschuss, Bolzhaus an der Scheibe und dann wird es Ausgleich für den RCB. Viel Kampf und Krampf, aber am Ende ist die Scheibe dann im Tor versenkt. Wer getroffen hat, der hat schon gewonnen, ansonsten geht es mit 1 gegen 1 weiter. So einfach die Regel und da sind wir